Wir haben den Sieger im RaceBets Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast Folge Nummer 18. Ein Podcast zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, aber aus einem guten Grund. Ich bin Frauke Delius und ich möchte euch begrüßen zu einem Cheltenham Special. Denn morgen beginnt das Cheltenham Meeting. 4 Tage mit dem Hindernis-Rennsport vom Allerfeinsten. 28 Top-Rennen stehen auf dem Programm. Die besten Steepler aus England, Irland und Frankreich sind am Start. Und nirgendwo wird so viel gewettet wie bei diesem Meeting. Selbst beim Derby-Meeting nicht oder in Royal Ascot. Und deshalb haben wir uns gedacht, wollt auch vielleicht ihr mitmachen und wir wollen euch den ein oder anderen Wetttipp mit auf den Weg geben. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir 2 Experten mit an Bord geholt und ich begrüße zunächst direkt live vor Ort in Cheltenham Katrin Nack. Hallo Katrin, eben noch draußen und den Pferden zugeschaut und jetzt eben schnell für uns in den Presseraum geeilt. Hallo. Hallo. Ja, kalte Hände, kalte Ohren. Aber hoffentlich viel gesehen und viele Eindrücke mitgebracht. Ja, viel gesehen. Jetzt noch einiges verpasst, aber ich gebe alles. Ja, und dann begrüße ich in München David Connolly-Smith. David, du bist Engländer, sozusagen fast da geboren, wo Cheltenham stattfindet. Ja, grüß Gott aus München. Ja, geboren bin ich nicht in Cheltenham, in Nottingham, aber das ist nicht meilenweit weg. Cheltenham ist West Midlands, Nottingham ist East Midlands. Ja, wir haben uns viel vorgenommen. Also dieses Meeting ist ja wirklich The Home of Horse Jumping. So heißt es offiziell. Und damit ist eigentlich fast schon alles gesagt. Also dieses Hindernis-Meeting ist eigentlich so wirklich das Mekka dieses Hindernissports auch. Was macht das denn aus, Katrin? Du bist schon so oft da gewesen und fährst immer wieder hin, trotz des drohenden Coronavirus. Oh ja, ja. Cheltenham hat jetzt auch den ersten Corona-Fall. England hat ja die ersten, oder 3 Tote, hat man heute Morgen im Radio gesagt. Das war schon tatsächlich ein bisschen, also es war immer noch Diskussion, ob das stattfindet oder nicht. Bis in die letzten Stunden quasi hat man momentan hier drüben das Gefühl, ja, es ist einfach das Mekka des Sports. Die Saison dreht sich um dieses Event, der Wettkampf zwischen englischen und irischen Pferden und eben tatsächlich den besten Pferden, die alle Ställe zu bieten haben. Also jeder, der irgendein Pferd mit Rang und Name im Stall hat, möchte hier laufen. Ja, diese Competition macht das eben einfach so einzigartig, das muss man wirklich sagen. Ja, du hast dazu auch eine Stimme eingefangen. Mit wem hast du denn da eben gesprochen? Ich habe gesprochen mit Henry de Bromhead. Henry de Bromhead ist ja einer der führenden irischen Trainer. Also es ist natürlich in Irland unmöglich, quasi der führende irische Trainer zu sein, wenn man nicht Willie Mullins heißt oder inzwischen Gordon Elliott. Aber Henry de Bromhead ist ihm ganz hart auf den Fersen. Also er ist auf Augenhöhe mit den Top-Trainern. Er ist wahrscheinlich der drittbeste Trainer in Irland. Und hat ein sehr, sehr vielversprechendes Lot dabei, sehr vielversprechende Pferde. Und ich habe halt versucht, zumindest ein paar Sätze von ihm einzufangen. Ja, und das ist ja auch aus deutscher Sicht nicht uninteressant. Hören wir doch mal rein. Can you tell first German viewers or German listeners what the festival means for your yard for the whole year? Yeah, absolutely. Sure. I suppose that's. Ich habe ihn zuerst gefragt, was das Meeting überhaupt für die Saison bedeutet und für seinen Stall bedeutet. Da hat er natürlich noch mal ganz allgemein, was ja jeder sagt, gesagt. Es ist eben einfach der Höhepunkt des Rennjahres. Es ist für jeden Stall die wichtigsten Tage des Jahres und auch dieser Wettkampf. Also er ist ja Ire zwischen den Iren und den Engländern und auch ein paar Franzosen. Er hofft, dass irgendwann auch mal ein paar Deutsche dabei sind. Da bin ich ihm dann ja so ein bisschen ins Wort gefallen und habe gleich nach seinen beiden Hauptdeutschen Startern gefragt. Er hat ja vor allem Notebook, einen Samumsohn und auch Jan Maat in seinem Stall. Notebook, hat er gesagt, ist in sehr guter Form und ist ganz guter Dinge. Und Jan Maat läuft am Freitag im allerletzten Rennen. Er hofft auch, dass er da laufen wird. Er meint, es könnte etwas schwer für ihn sein. Zu Notebook hat er noch gesagt, he's tough and tenacious. Das heißt also quasi ein hartes und sehr ausdauerndes, zähes Pferd. Wie die Deutschen, hat er ja daraufhin gesagt, wie die Deutschen. Dann habe ich ihn natürlich nach Honeysuckle in der Mass Hurdle gefragt. Da hat er eben gesagt, klar, wir haben einen schweren Gegner, Benny de Deux, aber sie ist eine wunderbare Stute, die uns nichts schuldet. Und dann habe ich ihn ja natürlich nach dem Gold Cup gefragt und da hat er halt auch nochmal bestätigt, dass Mona Lee in sehr, sehr guter Form ist und dass es natürlich ein schweres Rennen ist, aber er kommt hier in super Form. Ist auf dem Weg nach Cheltenham. He's not quite here yet, he's on his way. Yeah. I'm very happy with him.
And hoping for a good run. Okay, thank you very, very much. You're welcome. Wir haben eben Henry de Bron mitgehört. Trotzdem möchte ich nochmal zurückkommen auf diesen Coronavirus. Bei uns hier in Deutschland haben ja am letzten Wochenende auch noch Fußball-Bundesliga stattgefunden, unter anderem 20 Kilometer von unserem Epizentrum hier im Kreis Heinsberg entfernt. Also da kann man ja auch sich fragen, ob das alles so sinnvoll ist. Aber trotzdem, so ein großes Meeting mit zu erwartenden 60.000 Zuschauern zu veranstalten vor diesem Hintergrund, da kann man ja auch schon sich fragen, ob das denn vernünftig ist. David, wie siehst du denn das? Ja, ich bin auch deiner Meinung. Wir wissen, in Deutschland hat die Regierung jetzt gesagt, man soll keine Veranstaltung jetzt haben mit mehr als 1.000 Leuten. Und jeden Tag ist schon ausverkauft mit 60.000 Leuten. Und die Gefahr ist sicher da. Aber die Engländer nehmen das offensichtlich auf die leichte Schulter. Und ich hoffe, dass das Meeting ohne Probleme losgehen kann und dass es keine Probleme geben wird. Aber wenn natürlich auf der Bahn was passiert, wird es schrecklich sein. Ja, Katrin, du hast gesagt, es gibt so vorsichtige Maßnahmen, also mehr Toiletten und mehr Waschbecken. Das scheint aber doch angesichts dieses Virus ein nur sehr kleines Szenario zu sein, um sich da irgendwie nicht anzustecken, oder? Ja, also ich muss ehrlich zugeben, wie gesagt, wir sind jetzt heute Morgen hier sehr früh angereist. Hier ist natürlich alles noch im Umbruch. Hier wird noch ganz viel gehämmert und gezimmert natürlich nicht, aber es wird noch ganz viel aufgebaut. Und auf den ersten Blick habe ich noch überhaupt gar keine, also ich habe weder diese Warnschilder bisher gesehen, ich habe Wasserspender gesehen, die mir letztes Jahr nicht aufgefallen waren, aber nicht zum Händewaschen, sondern zum Trinken. Und also so auf den ersten Blick ist mir noch nichts aufgefallen, was darauf hindeuten könnte, dass die glauben, wir könnten die Epidemie ausbrechen. Also die Insel betrifft das nicht. Extra Seife, hast du das auch gesehen? Aber nichts, bisher noch nichts. Noch nicht, hier ist noch nicht mal Klopapier. Also ich meine, also noch glauben die Engländer, der Virus macht vor der Insel. Also zumindest von Cheltenham halt. Ganz England, nein, eine Insel in Cheltenham ist unbetrührt. Okay, also man kann das jetzt noch heiter nehmen. Wir nehmen das jetzt auch mal gelassen und hoffen, dass die Rennen einfach stattfinden. Man muss auch wirklich mal, ja gut, man kann so viel über diesen Virus reden, aber wir sind keine Virologen. Wir wollen Wetttipps geben und deswegen halten wir uns auch an das, was wir können. Und wir fangen an, es sind also wirklich 4 Renntage. Es sind 28 Rennen und ihr habt schon gesagt, es gibt keine unwichtigen Rennen, aber wir können natürlich nicht über jedes sprechen. Wir haben uns so ein paar ausgesucht, beziehungsweise ihr habt die euch auch ausgesucht und wir beginnen mal wirklich mit dem ersten Tag. Den gehen wir auch durch. Dann sind es, glaube ich, da 4 Rennen, die wir uns näher anschauen von 7. Und ja, das allererste, das muss natürlich dabei sein, wenn man da auch Videobilder sieht, also alleine, was man da hört, also diese Zuschauer, wenn die schon starten, alle aufschreien, also das ist eine gigantische Stimmung. Und unter anderem läuft da auch ein Pferd mit, wo ich den Namen immer so klasse finde. Und zwar ist das dieser Fiddler on the Roof. Also die englischen Pferdenamen sind einfach klasse, muss man sagen. Also das kriegen wir in Deutschland nicht so gut hin. Also, was sagt ihr zu diesem Rennen? Das ist auch schon mal ein Great One-Rennen. Also eins der besten. Ja, okay, also für mich hat Fiddler on the Roof nur eine kleine Chance, ich muss ehrlich sagen. Die Favoriten für mich sind Shishkin von Nicky Henderson. Nicky Henderson hat in diesem Rennen sehr oft gewonnen und er will unbedingt loslegen mit einem Sieg natürlich. Er hat auch ein zweites Pferd, Chantry House, in dem Rennen, aber mein Mum hier ist ein irisches Pferd, Abracadas. Ich weiß gerade nicht, wie es ausgesprochen wird. Abracadas von Gordon Elliott. Abracadabras. Das von Gordon Elliott trainiert und von meinem Lieblingsjockey Davy Russell geritten. Ja, Katrin, was sagst du zu diesem Rennen? Ja, also ich habe auch, das muss ich sagen, ich habe auch Mumm auf den, je länger ich mir die Form von dem angucke, desto mehr Mumm auf den habe ich. Ich habe ihn eben auf den Gallops ehrlich gesagt allerdings also nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Gordon Elliott hatte schon 2 Lots draußen. Die sind ja alle braun und groß und kräftig und ich habe den, also ich habe Tiger Roll eben gesehen, den erkenne ich sofort, aber ich muss, und Gordon Elliott hat immer 5 Millionen Freunde um sich rum und ist immer sehr, sehr busy. Wen ich auch gesehen habe eben auf den Gallops und den möchte ich als Außenseiter-Tipp auf jeden Fall nennen, ist Soviet Pimpernel aus dem kleinen Quartier von Peter Fahy. Das Pferd steht 33-1. Sieht hervorragend aus. Die sind sehr bullisch. Ich meine, wenn kleine Ställe hierher kommen, sind die natürlich immer. Die haben immer Mumm und die Latz. Das ist ja auch dieser, nicht nur die Competition der Trainer, auch das Stallpersonal. Jeder kennt sich und jeder möchte gerne mit dem Sieger verbunden sein. Sah toll aus eben auf den Gallops. Und ich habe noch einen Außenseiter-Tipp ausgegraben, wo ich ganz überrascht bin, dass den überhaupt ganz wenige nur erwähnen, und das ist Alan Kings Edward Stone. Es ist sicherlich jetzt kein unbedingter Siegtipp, aber der steht auch 170, also 16-1.
Und das Pferd hat ausgezeichnete Form zu guten Pferden und hat ein ähnliches Profil wie der Favorit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, so, und der Trainer hat immer gesagt, das Ziel ist, dieses Rennen ist das Ziel. Ich möchte den zumindest erwähnt haben. Die Favoriten erklären sich ja von selbst. Schiskin ist eben Favorit und gleicher Besitzer als Ferion von Lange, von Willy Mullins. Mullins Henderson, was soll man sagen? Aber das sind zwei Pferde, die ich als Außenseiter und nicht uninteressant finde. Und Soviet Pimpernel eben auf den Galopps einen ganz hervorragenden Eindruck hinterlassen. Ja, man muss dazu auch sagen, dass all diese Rennen natürlich auch auf dem Racebets Wettmarkt zu finden sind, auch in der chronologischen Reihenfolge. Und da sieht man natürlich auch die Wettkurse, die dem der englischen Buchmacher nicht ganz ähnlich sind, was ja auch nicht verwundert, denn die Engländer kennen sich dann natürlich ein bisschen besser aus vielleicht als die Deutschen. Wir wollen ja auch ein bisschen diese Begeisterung für diesen Sport auch mit rüberbringen. David, du hast das ja schon mal berichtet, dass also bei diesem Meeting schon eifrig gewettet wird. Unbedingt, ja. Grand National ist das meistgewettete Rennen Englands und das Derby das zweitmeistgewettete Rennen. Das sind die beiden bekanntesten Rennen, Grand National und Derby. Aber dieses Meeting, erstaunlicherweise, hat 18 von 20 bestgewettete Wetten Englands sind bei diesem Meeting. Also Grand National und Derby und sonst 18 Rennen aus dem Cheltenham Festival. Und jedes Rennen wird sehr stark gewettet. Vor allem das erste Rennen, es geht los mit dem sogenannten Cheltenham Roar, wo das losgeht. Die Leute schreien alle. Und das erste Rennen ist sowieso ein super Wettrennen mit 5 oder 6 möglichen Sieger und auch dazu die 2 Außenseiter von Katrin. Die muss ich auch genau anschauen nachher. Mein Mund bleibt Abacadabra ist die Nummer 1. Aber wir wissen, dass alle Rennen hier stark gewettet sind. Alle sind extrem competitive. Ne? Wie gesagt, es gibt im ganzen Meeting, glaube ich, nur 2 Rennen mit sehr heißen Favoriten. Das werden wir später sehen, natürlich. Tiger Roll hat die Catherine Schiffer eben gesagt, das andere ist Paisley Park. Aber jedes Rennen ist gut zu wetten und es gibt natürlich immer sehr gute Angebote. Ja, also wir machen deshalb gleich weiter. Man muss ja die 1 Stunde Zeitverschiebung auch bedenken. Ja. England ist uns 1 Stunde voraus, sodass man immer die Zeiten sich anguckt, auch jetzt zum Beispiel auch bei der Racing Post, dann muss man einfach immer das mit bedenken. Also wenn es da um 13.30 Uhr losgeht, dann ist es bei uns 14.30 Uhr. 15.10 Uhr ist dann das zweite Rennen, das ihr euch auch angeschaut habt. Erzählt vielleicht auch ein bisschen was zu dem Rennen vorab noch. Ja, die Arkle Chase ist ja benannt nach Arkle, einem der Legenden des Hindernissports. Ein irisches Pferd. Das Beste überhaupt. Es gibt viele Leute vor allem, also die sagen, es ist das beste Pferd überhaupt. Ich sage natürlich, Kauto Star ist das Beste überhaupt. Aber das ist natürlich eine Diskussion, die man nie führen kann. Verschiedene Generationen. Arkle ist eine Legende. Es gibt eine Statue hier in Cheltenham, für den dieses Rennen ist benannt nach ihm oder zu seinen Ehren benannt. Und das ist im Prinzip ein knappes 2-Meilen-Rennen. Also heutzutage sind die Distanzen ja manchmal so ein bisschen krumm erwähnt, weil man das ja irgendwann mal neu vermessen hat. Aber es sind eben 2 Meilen. Und es ist, also prinzipiell sind das, also für Novice-Pferde, für junge Pferde in ihrer ersten Saison. Und das sind eigentlich die Pferde, die im nächsten Jahr also traditionell dann eben in der Champion Chase laufen sollten. Also das sind halt die Champion Chaser der Zukunft und jedes Jahr natürlich auch ein super schweres Rennen. Junge Pferde, die häufig noch nicht mega, mega viel Erfahrung über die großen Sprünge haben. Das ist eben sehr unterschiedlich, wie man die Pferde auf dieses Rennen vorbereitet. Favorit, habe ich schon erwähnt, ist in diesem Rennen schon eine ganze Zeit Henry de Bromhead's Notebook, deutsch gezogen. Den habe ich ja eben gefragt. Also das Pferd hat bisher nichts verkehrt gemacht. Ungeschlagen über Hürden, Top-Trainer, super Reiterin. Rachel Blackmore hat ja letztes Jahr in Cheltenham auch, also ist ja eine der wenigen Frauen, die über Hürden Gruppe 1 Rennen gewonnen haben und auch über Chases. Top-Reiterin. Ja, und der Stall ist sehr zuversichtlich. Aber ich finde, das ist ein offenes Rennen. Kurz nochmal, dass man mal so die Namen erwähnt, wenn wir schon ein bisschen deutsche Bezüge haben. Also dieser Notebook ist ein Samum-Sohn aus der Nova und gezogen wurde der im Gestüt am Schlossgarten. Das muss man ja auch mal erwähnen, damit sich die Deutschen auch mal so ein bisschen hier wenigstens bei diesem Cheltenham-Meeting mitbeteiligt fühlen. Genau. David, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte auch Notebook in jedem Fall erwähnen. Das ist mein größter Mumm am ersten Tag. Und vor allem die Abstammung, Samum, aus einem Winglove-Stute, das heißt, er braucht unbedingt weichen Boden, aber ich nehme an, der Boden ist weich. Es soll heute Nachmittag weiter regnen und der Rest der Woche soll
trocken bleiben, soweit ich weiß. Aber, genau, also das hat ja hier, also ich muss sagen, der Boden ist momentan, jetzt ist es ja auch noch trocken, aber ich sehe eben, die Wettervorhersage ist, dass es regnen wird und es sieht eben leider auch so aus. Und obwohl wir jetzt eben so ein bisschen Sonne hatten, aber es ist sehr wolkig, auch kühl. Der Boden ist momentan in ausgezeichnetem Zustand. Ich muss das wirklich mal sagen. Klar, auf diesen Trainingsgalopps, da ist es sehr, sehr tief, aber da ist natürlich keine richtige Drainage. Aber die Hauptgeläufe haben ja eine perfekte Drainage hier und sind scheinbar, was weiß ich, wie man das bearbeitet. Ich bin kein Bodenpapst, aber ich bin da eben drüber gelaufen. Ich habe kaum nasse Füße und schon gar nicht matschige Füße oder irgendwie etwas. Also so ist erstmal der Boden im sehr guten Zustand. Aber wie David schon sagt, erwarten Sie leider heute Nachmittag noch eine Menge Regen bis morgen früh und dann soll es trocken bleiben. Morgen früh wird es soft sein. Da kann es eigentlich kaum einen Zweifel geben. Das stimmt schon. Wir müssen kurz mal erklären, warum das im Hintergrund immer so klingelt. Katrin, du sitzt im Presseraum und da ist natürlich schon jetzt am Tag vor diesem Meeting reichlich was los. Ne? Und das ganz genau, ja. Hier wird gearbeitet und tatsächlich, weil Sie haben Sie auch festgestellt, dass hier noch kein Strom ist. Deswegen bin ich froh, dass mein Laptop und alles aufgeladen ist, weil hier ist tatsächlich noch alle Steckdosen tot und hier laufen lauter Experten rum, die versuchen, also alles Männer natürlich, mal sehen, ob das klappt, die versuchen hier den Strom anzumachen, sozusagen. Nicht putze deswegen, on, sondern putze Power on. Deswegen haben die auch noch nicht an die Seife gedacht. Nee, okay, genau, also muss man die wirklichen Probleme hier lösen. Genau, also was habt ihr noch, welche habt ihr noch in diesem Rennen? Also bis jetzt ist mir nur so ein Notebook im Ohr hängen geblieben. Also Favoriten sind tatsächlich Notebook und Joseph O'Briens für McManus trainierte Fakir die Orderies, wie immer man den ausspricht. Jimmys Favorit, ich möchte nicht meinen Mann unerwähnt lassen, ist schon ganz, ganz lange Ollie Murphys Brewing Up a Storm Nummer 2. Da hat er irgendwie riesig Mumm drauf. Ich tue mich mit dem, es ist der Ritt von Richard Johnson, der natürlich also im Fokus steht, weil er ja immer noch ein bisschen hofft, Champion Jockey werden zu können. Das Pferd ist gewettet, hat ausgezeichnete Form, also zweimal über Chases, also auch ungeschlagen. Ich tue mich ein ganz bisschen schwer mit dem, weil ich finde, dem fehlt ein bisschen so Size, dem Pferd selber fehlt ein bisschen so Substanz. Aber ja, also natürlich kann man den jetzt nicht absagen oder so. Und wir haben, den möchte ich nur noch einmal kurz erwähnen, man kann ja auch nicht jedes Pferd erwähnen, ein bisschen gutes Wort für die Pferde aus dem Stall von Whittington gehört und das wäre in diesem Fall Rouge Weave. Also nicht so sehr Whittington, als vielmehr die Besitzer von diesem Pferd Rouge Weave, die in so einem Interview gesagt haben, dass sie, dass ihre Pferde alle in sehr, sehr guter Form wären und dass auch dieser Rouge Weave eine sehr gute Each-Way-Chance hätte. Kate und Andrew Brooks heißen die Besitzer, muss man ja auch sagen. Ich habe ein Interview mit dem Racing Manager gehört von denen. Ja, man kann sich ja in den sozialen Medien überall informieren ohne Ende, was da so an Wetttipps da über das geboten wird, nicht nur in der Racing Post, sondern von allen möglichen Tipps dann. Und wir haben darüber auch im letzten Podcast schon gesprochen. Also das ist ja enorm. Das muss man dann erstmal richtig sortieren. Ja. David, hast du zu diesem Rennen noch was? Ja, ich schließe mich eigentlich Katrin an. The Notebook ist für mich der Favorit und für mich der wahrscheinlichste Sieger, aber Fakir du der. Wenn ich das so sagen darf, von Joseph O'Brien ist das nächste, die Nummer 5. Und dann wahrscheinlich auch Brewing Up the Storm als dritter Favorit. Aber Notebook ist für mich hoffentlich das gute Ding des Tages. Nummer 7. Ja, Katrin, du hast es schon mal kurz erwähnt und wir haben auch im letzten Podcast darüber gesprochen, dass es natürlich so eine Serie gibt, eine vierteilige. An jedem Renntag gibt es da das Top- und das Hauptrennen. Und dazu kommen wir jetzt. So kann man das quasi so ein bisschen aufteilen. Jedes Rennen hat einen so ein Championship-Rennen, auf dem der wirkliche Fokus liegt, nachdem die Renntage auch so ein bisschen benannt sind. Also heute ist Champion Hurdle Day, morgen ist Champion Chase Day. Gut, dann gibt es natürlich ihren St. Patrick's Day für die Iren. Ja, und die Champion Hurdle, ja, was soll man da sagen? Ne? 2 Meilen, 8 Hürden sind das, glaube ich. Eins der legendären Rennen im Cheltenham Festival mit legendärsten Siegern, Doppel-Dreifach-Siegern. In diesem Jahr muss man es sagen, es gibt zwar eine Favoritin, das ist in diesem Fall eine Dame, die Nummer 17, Epetant, ist auch französisch, da mein Französisch ist nicht so. Aber es ist tatsächlich so, dass das Rennen offen ist wie nie, 17 Starter, kein Pferd, das so wirklich rausguckt. Und deswegen sind da allen Wettspekulationen Tür und Tor geöffnet. Ja, ich lasse erstmal David sagen und dann könnte ich von den Gallops einen ganz heißen Tipp mitbringen. Aber ob der gut ist, weiß ich nicht, aber zumindest Stallgeflüster. Aber das sage ich dann, wenn David was gesagt hat. Ja, Epatant ist Favoritin bei der Bookies, ist die Shooter. Die kriegt auch ein bisschen Gewicht natürlich, aber ehrlich gesagt habe ich nicht so viel Mumm auf sie. Ich glaube, Nicky Henson, ihr Trainer, hat andere Eisen im Feuer, die bessere Chancen haben. Und vor allem denke ich an Pentland Hills,
der von seinem Stalljockey geritten wird, nicht geboren will. Gut, er reitet Eppert dann nicht, weil der Besitzer seinen eigenen Jockey hat, J.P. McManus, das ist Barry Garrity. Für mich ist Eppert nur Favoritin wegen McManus und Henderson, weil die in diesem Rennen so oft gewonnen haben, so oft gepunktet haben. Und deshalb glauben die Leute, dass es wieder passieren könnte. Aber sie hat gewonnen in Kempten zu Weihnachten. Dieses Rennen ist viel besser besetzt und Kempten ist eine ganz, ganz andere Bahn aus Cheltenham. Also ich hätte nicht so viel Mumm. Pentland Hills wäre mein erster Mumm und dann die irischen Pferde. Wie immer. Ne? Willie Mullins hat nachgenannt, Chilaus Emery, du weißt ja auch nicht, ob richtig gesprochen wird. Der ist sicher gefährlich. Der hat vier seiner letzten fünf gewonnen, wo er einmal gefallen ist. Und Super Sunday, Jessica Harrington. Die Jessie ist immer gefährlich in Cheltenham. Sie hat einen langsamen Start dieses Jahr gemacht, aber jetzt ist sie richtig in Form gekommen. Also Super Sunday ist in jedem Fall für mich unter den ersten drei. Ja, da schließe ich mich David an. Also Super Sunday, den haben wir tatsächlich gewettet zum Glück ein bisschen höheren Quoten each way. Da steht jetzt ja nur noch 10-1, weil das schon so ein bisschen so ein, also der, ich muss auch sagen, die Form von dem sind mega solide. Der hat Gruppe 1 Pferde gesehen, die viele der anderen Pferde in diesem Rennen noch nicht gesehen haben. Der ist immer gut gelaufen. Ich habe ihn eben auf den Galops gesehen. Die Meinungen sind unterschiedlich. Mir hat er beim, also in der ersten Runde habe ich auch gedacht, na, was ist das, was ist mit dem, der ist auch geschoren. Ich meine, das ist ein richtiger Bulle von Pferd. Aber nachher hat er sich, hat sich gut präsentiert. Ich bin auch der Meinung, dass er eine riesen Each-Way-Chance hat. Und jetzt mal wirklich aus dem Stall geflüstert, da war ich ein bisschen überrascht. Und also vor allem Jimmy war sehr überrascht. Aber Henry de Bromhead, die sind sehr bullisch mit Petit Mouchoir. Und sagen, sie glauben, die haben eine Riesenchance, zumindest platziert zu laufen. Und der steht 25-1. Ich meine, ich muss ehrlich zugeben, das Pferd ist dieses Jahr besser gelaufen denn je. Immer nur in Platzierung, nie gewonnen. Aber auch in der Niederlage gegen sehr, sehr, sehr gute Pferde. Das kann man nicht wegreden. Er ist ein unglaublich solider Performer. Und die Stimme aus dem Stall ist eben tatsächlich, dass man Honeysuckle, die Wehr hatte ja auch, also das ist ja der Stallstar von Henry de Bromhead, dass man Honeysuckle nicht in diesem Rennen laufen lässt, weil sie vielleicht nicht schnell genug springen kann. Aber die Sorge muss man bei Petit Mouchoir nicht haben. Der ist halt mega erfahren, ein ganz alter Campaigner. Und der Stall hat das Jimmy erzählt, also nicht mal Henry selber, sondern sein Pfleger. Der hat gesagt, sie haben eigentlich riesig Mumm auf denen. Und das fand ich, wir waren beide ganz überrascht, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten, dass wir das eben gerade gehört haben. Das sind ja die heißen Insider-Tipps. Jetzt muss man ganz kurz mal erklären, weil wir ja nicht nur die Profis dabei haben. Each Way heißt also wirklich Sieg und Platz, so ein Pferd zu retten. Genau, also es ist entweder gewinnt oder zumindest es unter die ersten drei kommt. Also 1, 2, 3 kommt. Da muss man mal, wenn man auf den Racebets Langzeitmarkt guckt, auch nochmal schauen. Also Epatante ist mit 4,33-1 die Favoritin. Dann Pentland Hills mit 5,5 und einstellig ist dann nur noch Cialos Emery von Willie Mullins mit 7 und alle anderen sind da schon zweistellig. Und allein dieses Super Sunday, allein wie das schon wieder geschrieben wird, finde ich schon wieder extrem witzig. Also man weiß zwar eigentlich, was es heißen soll, aber es ist total, also nicht super mit S-U-P-A und dann Sunday, also nicht den D, sondern A-E hinten. Also das ist schon witzig, einfach diese Namen, das muss man sagen. Okay, gut. Ganz kurz noch erwähnen möchte ich nur, dass wir es gesagt haben, Pentland Hills, den David erwähnt hat, dass wir es gesagt haben, das Pferd gehört ja der sogenannten Owners Group und der hat ja 3000 Besitzer. Ne? Nur, dass wir das nochmal einmal kurz sagen. Also der hat ja letztes Jahr hier in Cheltenham die Triumph Hurdle gewonnen und hat ja da schon, also damit hat er ja die Besitzer, diese Owner Group in den Fokus so single-handed, also so alleine in diesen Fokus gerückt. Und er hat, wie gesagt, da kann jeder Shareholder werden. Das kostet ungefähr 50 Pfund im Jahr. Man bekommt dann Video-Updates und so weiter. Und wie gesagt, man kann auch mit 50 oder 52, bei dem glaube ich, die Shares wechseln immer so, kann man einen Starter in der Champion Hurdle in Cheltenham haben. Ja, und dazu möchte ich auch noch was sagen. Pentland Hills hat natürlich auch einen deutschen Hintergrund, weil die Mutter von Pentland Hills ist der El Galante aus der El Danzig, also eine super deutsche Familie von Wittigenshof. So ist es, ganz genau. Das haben wir letztes Jahr schon, haben wir da versucht, Fotos zu machen, aber dazu geregnet. Also ja, wie gesagt, unbedingt. Und dann noch mit den vielen Besitzern muss man das, also man muss es einfach erwähnen. Also das Rennen ist wirklich offen. Eins der Talking Horses hier vor Ort ist ja dieser Darwin Star von Gavin Cromwell, der hat letztes Jahr die Champion Hurdle gewonnen. Ich tue mich mit der Form sehr schwer. Es ist eben, wie David sagte, wir können jetzt noch 4 Pferde erwähnen. Es ist eine sehr offene Champion Hurdle in diesem Jahr. Ich muss es aber ein bisschen abkürzen, weil wir haben noch viel vor und die Zeit rast. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu den Mass Hurdle. Wer will anfangen? Ein bisschen was zum Rennen, ganz kurz. Ja, das ist für mich ein 2-Pferde-Rennen. Es gibt zwei Stunden. Willie Mullins hat dieses Rennen so oft gewonnen und hat eine Riesenchance. Jetzt hat mehrere Nennungen gemacht, aber Benny Dieu
ist ganz klar seine Favoritin. Sie hätte letztes Jahr schon gewonnen. Sie ist am letzten Sprung gefallen, wo sie klar in Führung war. Sie will natürlich heute das wieder gut machen. Aber die Gegnerin, was wir schon gehört haben, Honey Sacco von Henry de Bromhead, ungeschlagen bis jetzt. Rachel Blackmore im Sattel, ein super Jockey. Und Honeysuckle ist für mich das Pferd, das vielleicht Benny das Didier schlagen kann. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also die Mass Hurdle ist ja ein Rennen, ich glaube, eigentlich müsste man die ja Willie Mullins Hurdle nennen, so ungefähr. Der ist ja, also der hat die ja, ich weiß gar nicht, wie oft gewonnen. Also hätte sie ja, wie David schon sagt, letztes Jahr auch gewonnen, wenn sie nicht am letzten Sprung so schrecklich gefallen wäre. Sie sah toll aus, eben auf den Galopps, ausgezeichnet. Eine Fotografin, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, sie hätte sie noch nie so gut gesehen. Ich bin ein riesiger Honeysuckle-Fan. Ich hatte Honeysuckle für die Champion Hurdle gewettet. Wir hatten ganz unglaubliche Kurse für die. Ich bin natürlich traurig, dass sie hier läuft, aber ich tue mich, also das ist ein richtig schwerer Gegner. Und ich sehe es auch so, es ist nur ein Zwei-Pferde-Rennen und eigentlich ein Rennen zum Genießen. Also weil das sind zwei hochklassige Top-Stuten und ich hoffe, dass es ein entsprechend hochklassiges Top-Rennen wird. Ja, Benny de Dieu steht 1,66 zu 1. Also da lohnt sich die Wette eigentlich wirklich fast gar nicht. Und Honeysuckle 3,25 bei Racebets und alles andere dann wieder zweistellig. Ja. So ist es, aber trotzdem, es sind eben zwei, das ist das, was man sehen möchte letztendlich. Also man möchte hochklassige Top-Pferde sehen und hier sehen wir zwei Top-Stuten. Von daher, ja, Punkt. Ja, die nächste vielleicht mit einer Chance wäre Roxane, die letztes Jahr gewonnen hat, aber sie hat nur mit Glück gewonnen, nachdem Benny de Dieu gefallen ist. Sonst hätte sie auch... Wäre sie auch nur klar geschlagen und so weiter. Klar, oder Lady Buttons. Also meine Each Way wäre noch Lady Buttons, aber ich bin auch der Meinung, dass die beiden Stuten nicht versagen werden. Da bleibt nur der dritte Platz. Genau. Das ist eben eigentlich Lady Buttons ist auch ein Doncaster-Spezialist, keine Cheltenham-Pferd. Nee, das stimmt schon. Also, aber sie ist halt so ein Favorite und so ein Sympathieträger. Deswegen muss ich sie immer wieder erwähnen. Ja. Ja, deswegen jetzt mal kurz die Bitte, ob ihr das für den Notizzettel des Wetters nochmal ganz kurz zusammenfasst, die Wetten. Also Rennen 1, dann nur das Rennen nennen, das ist ein 100 und dazu die Pferde, möglichst auch in der Reihenfolge, wie ihr die vorne seht, dass man die dann praktisch nochmal so nennt, also 101 zum Beispiel, man kann auch den Namen dazu nennen, dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher. In aller Kürze, wir hatten 4 Rennen jetzt am ersten Renntag, dass ihr immer die Rennnummer sagt und dann eben die gemeinten Pferde dazu. Wer möchte anfangen? Ja, sage ich gleich im ersten Rennen ist mein Mumm die 101. Abacatras und die platzierten Pferde wahrscheinlich 3 und 13, die beide Pferde vom gleichen Besitzer sind, die Donnelly Family aus Irland. Genau, ich schließe mich an mit der 101, der 107 und habe ja als Außenseiter-Tipp eben von den Gallops noch die 114 genannt. Okay, Rennen Nummer 2, die Arkel Challenge. Genau, waren wir uns ja einig mit der 207 Notebook als Favorit. Ja. Da waren wir uns absolut einig und haben als, also letztendlich ja ein bisschen wettmarktgemäß, die 205 und die 202 genannt. Und ich habe als Außenseiter mit 140 oder 150 für 10 noch die 209 ins Spiel gebracht. Das ist auch das, genau auch, was ich denke in dem Rennen. Und Champion Hurdle, ja, ich habe leider die Nummer nicht zur Hand, aber Penton Hills wäre mein Mumm für Super Sunday und Chill House Emery. Genau, das wäre die 400, es ist, glaube ich, das vierte Rennen, ne? Die 412. Ja. Favorit ist die 417, aber da sind wir beide ein bisschen skeptisch. Als unser Each Way, also unser Siegplatztipp, ist die 416, Super Sunday. Ja. Und eben von den Gallops habe ich als Stallgeflüster noch die 413 Petit Mouchoir mitgebracht. Da muss ich mal anschauen, das Pferd. Das Pferd, du kennst ihn ja sicherlich. Ne? Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass die so, aber, und Jimmy war das auch, aber ich muss es ehrlich sagen, weil im letzten Jahr, ne, wenn der Stall saß, Entschuldigung. Da möchte ich gern hören, was der Henry de Bromhead dazu gesagt hat. Ne? Nee, Henry hat zu mir über ihn nichts gesagt. Ich habe ihn aber auch nicht spezifisch nach ihm gefragt. Also das hat sein Headlet zu Jimmy gesagt. Okay. Okay, kommen wir noch zu den Mershürde. Ja, für mich 6-1. Honeysuckle for Benny de Dieu. Und dritte also vielleicht die 9. 505 und 501, genau. 5-1, Entschuldigung, ja. Das war jetzt der erste Renntag, der geht für uns um 14.30 Uhr los und alle Rennen gibt es natürlich im Stream von RaceBets dann auch live zu sehen. Weiter geht's dann am Mittwoch. Ja, Champion Chase. Warte mal, wollen wir mit der RSA anfangen, ein bisschen chronologisch, das ist das zweite Rennen? Wir bleiben chronologisch, glaube ich, das ist ja schon genug, was wir hier haben, damit man ein bisschen klarkommt. Ja. Gut, also am Mittwoch. Wer fängt an? Also zum RSA habe ich keine starken Beine, muss ich sagen. Champ ist vielleicht der Favorit, aber ich habe keinen Mumm, weil er nicht gut genug springt für mich. Vielleicht für mich die Nummer 3, also Irland Battle Over Doyen von Gordon Elliott, aber überzeugt bin ich auch nicht.
Also in dem, das Rennen, was ich glaube, ich für Wetten weg. Man muss es einfach kurz erwähnen. Ich finde, wir dürfen es nicht auslassen. Die RSA ist quasi der Aufgalopp für den Gold Cup. Also das ist, was wir eben über die Arkel und die Champion Chase gesagt haben, ist der RSA der Gold Cup für die Nachwuchspferde, also für die jungen Chaser über 3 Meilen. Ein bisschen kürzer als der Gold Cup nachher, weil die Pferde auch meistens noch ein bisschen jünger sind und steht ja immer noch vorhin hier im Rennen. Aber ich glaube, also die Frage ist tatsächlich, ob vorhin überhaupt nach Cheltenham kommt, muss man ehrlich sagen. Favorit des Rennens ist Minella Indo, wieder Henry de Bromhead. Ich habe das Pferd letztes Jahr hier in Cheltenham 50-1 in der Albert Bartlett gewettet. Also am Toto stand er sogar 100. Deswegen habe ich einen unglaublich soft Spot für den, möchte den hier auch wieder erwähnen. Ich tue mich ein bisschen schwer mit seiner Form, aber er ist über die großen, also ein großes, schweres Pferd. Super, war gleich seit letztem Jahr einer der Favoriten für die RSA. Der letzte Sieg war jetzt nicht schlecht, er war davor einmal geschlagen. Ich bin der Meinung, das Pferd kann sich verbessern und sein Stall ist in guter Form. Aber er hat ihn eben nicht spezifisch genannt, das muss ich sagen. Ein Außenseiter für mich, der interessant ist, ist Slade House. Colin Tizard, Robbie Power soll den wohl reiten. Es ist auch noch nicht ganz klar. Also ich, in meiner Racing Post sind auch noch nicht alle Starter angegeben. Man kann, muss so ein bisschen raten, aber das sind 2 Pferde, die man zumindest nennen muss. Aber für mich hat Colin Tizard die bessere Chance in dem Rennen mit Copperhead. Ja, das sind die beiden. Da reitet Copton, der steht schon fest. Ich hatte riesig Meinung von Slade House bis zum letzten Start. Der war wirklich sehr enttäuschend. Wenn ich ihm das vergebe, ist das kein schlechtes Pferd, glaube ich. Aber wie gesagt, wir schauen wir mal. Und Cem, habt ihr gar nicht erwähnt, der ist bei RaceBets der Favorit mit 3,75 von Nicky Henderson. Aber springt zu schlecht. Ja, also ich muss auch sagen, also Champ ist ja benannt nach AP McCoy, ne? Ja. Und deswegen heißt er ja Champ und ist natürlich alleine deswegen schon immer ein Talking-Pferd und auch hier wieder die Besitzer, Trainer, Reiterteam, Barry Garrity, Nicky Henderson und für Besitzer JP McManus ist einfach natürlich immer, aber ich tue mich auch ein bisschen schwer mit dem, also ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer, ich finde auch, er springt zu schlecht und ich glaube, da sind Pferde im Rennen, vielleicht auch eins, das wir jetzt noch nicht genannt haben, wenn man ehrlich ist, aber ich glaube, da sind Pferde, die vielleicht besser springen und auch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht besser stehen, als er hier in Cheltenham. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal ganz kurz erklären. Also ich mit meinem Schulenglisch würde den jetzt Champ aussprechen und ihr sagt Champ, beide? Champ. 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 The Champion. Das ist der spezielle Akzent aus dem, wo ist dein, wo ist, kommt der her? Also spricht nicht jeder in England so, oder? Ja, fängt von... Naja, David spricht ja perfektes Englisch, ich ja nicht. Ich habe ja einen nordenglischen Akzent. Ja, ich spreche noch nicht im Englisch, das ist Midlands Englisch. Okay, also lernen wir das hier in Deutschland alle falsch. Das lernen wir jetzt, das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Okay, also na gut, also den nicht, der steht 3,75. Minella Indo, den habt ihr ja genannt von Henry de Bromhead, 4,33 bei RaceBets und Copperhead mit 4,5 dann. Ja, und Alaho wäre der nächste. Alaho, ja. Auch noch einstellig, 5,5 zu 1. Der gewann mit 20 Längen das letzte Mal. Das sah sehr gut aus, obwohl die Gegner diesmal sehr, sehr viel stärker sind. Kommen wir zum nächsten Rennen. Das war das vierte, was ihr vorgeschlagen habt. Ja, dann, wie David schon gesagt hat, würde ich sagen, machen wir dann auf jeden Fall, oder müssen wir dann über die Queen Mother Champion Chase sprechen. Ja. Katrin, du bist da. Du musst mir sagen, was hört man denn von Altior? Es gibt ja Berichte, dass er eventuell wieder nicht in Ordnung ist. Die einzigen Gerüchte, die ich hier höre, sind ja irisch, weil es sind halt nur irische Pferde und irische Trainer schon hier auf der Bahn. Ne? Das muss man leider so sagen. Also ich habe das auch gelesen und auch gehört, irgendwas mit seinem Splint, also mit so einem Knochen, der sich ein bisschen wieder entzündet hat oder so. Also ich persönlich, das Rennen ist ja, wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist das Rennen Dreikampf. Zwischen Altior, Chacun Pursoir und Daffy de Sol, Trainer Nicky Henderson, Willie Mullins und Philip Hobbs. Die 3 Pferde stehen dem Wettmarkt doch eigentlich deutlich voraus. Ein bisschen Gefühlssache, könnte man sagen. Ich persönlich bin seit Jahren, oder muss es sein, sonst würde ich mich scheiden lassen müssen, im Daffy de Sol-Kampf. Ich bin aber Chacun Pursoir. Und bin der Meinung, das Pferd ist, also das ist mein Napp des Tages, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin der Meinung, das Pferd gewinnt, ja. Ich habe auch eine Außenseite in dem Rennen für Each Way Bets. Das ist ein Pferd, was ich mag und immer verfolgt habe. Politologe von Paul Nichols. Also wenn ich noch einen Außenseiter nennen muss, wenn er denn läuft. Also und das ist jetzt mal der verwegenste Tipp, den ich in meinem ganzen Leben jemals rausgehauen habe. Und der steht also auch nur für Platz oder eben nicht Sieg. Ich habe schon ganz, ganz lange Hell's Kitchen im Auge. Das Pferd ist eines der schönsten und imposantesten Chaser, die ich hier in England je gesehen habe. Ein unglaublich tolles Pferd. Toller Trainer Henry Fry. Letztes Jahr war der tatsächlich 4. in der Champion Chase. Das war gar nicht mal so schlecht. Es ist eine große Aufgabe, wenn er läuft
und einer der heißen Favoriten versagt, könnte der als ganz großer Außenseiter vielleicht sich mal einen dritten Platz schnappen, obwohl es sehr gewagt, ich weiß, es ist eine sehr gewagte Aussage, aber es ist ein Pferd mit unglaublich viel Potenzial. Und eine Wette, die sich lohnen würde, denn Hell's Kitchen ist hier wirklich der letzte Außenseiter mit 67 für 1 und mit 14,2 noch auf Platz. Also ich bin nicht mal ganz sicher, ob er tatsächlich läuft. Aber also das Pferd ist ein, der hat, also das ist mental bei dem vielmehr das Problem als sein Talent. Und mit eigentlich ein Trainer, der sowas toll, ein ganz toller Trainer, Harry Fry. Aber wie gesagt, es ist sehr verwegen, ich weiß das auch, aber man soll ja auch mal verwegene Tipps oder einfach mal ein Pferd in den Fokus rücken, der unglaublich viel Talent hat, aber das aus irgendeinem Grund nicht immer abrufen kann. Ja, und der Fille du Seul, also dein besonderer Liebling, 2,25, wettest du den dann auch oder guckst du nur zu? Also Jimmy hat eine schöne Wette, er hat ein bisschen besseren Festkurs und dann gucke ich nur zu. Also ich wette natürlich zu so einem Kurs nicht, ganz klar. Aber hier auf der Bahn, das ist ja auch ganz interessant, also wenn man hier auf der Bahn ist, kann man ja auch rennen, gibt es eben verschiedene Buchmacher, die gerade in solchen Märkten, wo so heiße Favoriten drin sind, eben Wetten ohne den Favoriten haben, wo die Quoten sich natürlich verändern, aber das Rennen dann gelaufen wird, als wenn dieser Favorit nicht drin wäre. Das heißt, wenn man dann Zweiter wird, bekommt man eine etwas andere Quote, wenn denn der Favorit gewinnt. Also von daher ist das auch mal eine interessante Option, gerade wenn man irgendeinen Außenseiter im Auge hat. Gut, haben wir das fertig, das Rennen? Denke ja, ne? Ja. Okay, und dann haben wir noch Rennen Nummer 5, hast du genannt, Katrin. Wolltest du wir, wir wollen sagen? Die Country Chase nicht unerwähnt lassen, würde ich sagen, ne? Das, ja. Warte mal. Ja, Tiger Roll. Tiger Roll, Cross Country. Genau. Das ist der Cross Country King. Nicht nur der Grand National King, sondern auch Cross Country King. Und ich hoffe, dass er gewinnt. Er wird nicht viel zahlen, das ist klar, 20 oder vielleicht weniger als 20. Aber der hat das Rennen letztes Jahr völlig überlegen gewonnen, hat das vorletztes Jahr auch gewonnen, hat das Grand National zweimal gewonnen. Das war auch tolle Leistungen von ihm. Er könnte für mich in Gold Cup laufen mit einer guten Chance, aber die Gegner kommen, wenn überhaupt, aus Frankreich. Das ist in jedem Fall meine Meinung. Ich weiß nicht, schließe ich mich voll an. Gut, jetzt hat man natürlich Nicky Henderson, hat mit Might Bite ein Pferd drin, der war mal Zweiter im Gold Cup. Das ist natürlich also auch ein Pferd, mit also eine Form Wort hat, kann man irgendwie sagen. Aber also es geht nur, für mich auch, es geht nur darum, Tiger Roll zu sehen. Das Tiger Roll, ich möchte auch, dass der gewinnt. Das ist ein Herzpferd. Ich glaube, das wäre sein 5. Cheltenham-Sieg. Der ist ja Triumph-Hurdle-Sieger, 4-Meilen-Sieger, Cross-Country-Sieger, wie David sagt, zweifacher Grand-National-Sieger. Das Pferd ist ein Traum. Der sieht toll. Ich habe den eben auf den Gallops gesehen. Der sieht toll aus. Der ist Auge, Sparkle, unglaublich. Der ist topfit, daran scheitert es nicht. Ich glaube, das ist das beste Pferd und ich möchte, dass er gewinnt. Und dann bricht hier die Bahn zusammen, weil die Iren kommen natürlich auch nur. Es ist halt ein echter Publikumsliebling inzwischen. Und also das Rennen dreht sich um Tiger Roll. Wie David sagt, die Gegner kommen wahrscheinlich aus Frankreich, aber wir möchten, dass der gewinnt. Jetzt muss man sagen, Ja. Jetzt muss man ja auch sagen, dass diese Nennung, also dass es dieses endgültige Starterfeld, das steht ja in England immer sehr, sehr spät erst fest. Also da sind jetzt noch wirklich 23 Pferde genannt und nur 16 dürfen laufen. Also das ist manchmal auch so ein bisschen Spekulieren im Nebel, was wir hier so tun. Wir wissen manchmal gar nicht ganz genau, ob die dann überhaupt an den Start kommen, die Pferde. Also genau, von seinen Gegnern. Ne? Er natürlich auf jeden Fall. Einige sind schon angegeben. An dem Wettmarkt kann man so ein bisschen erkennen, wer dann eben 100 steht oder noch höher. Die laufen vermutlich nicht. Wie gesagt, ich will auch gar keinen Gegner nennen oder so, weil Tiger Roll soll das gewinnen und dann wollen wir hier feiern. Ja, dann Easyland ist der Gegner natürlich, der schon in Cheltenham gewonnen hat letzten Herbst und ich glaube 6-mal nacheinander gewonnen hat und ein echter Cross-Country-Spezialist ist und David Cottin. Die Franzosen sind viel mehr auf diese Rennen spezialisiert als die Engländer und das ist ein richtig gutes Feld, aber ich glaube nicht, dass er Tiger Roll mit dem gleichen Gewicht schlagen kann. Genau, Tiger Roll hat ja auch, wenn man von seinem offiziellen Rating guckt, hat Tiger Roll ja auch wirklich also massig in der Hand, die laufen ja Level Weights und der hat ja ein Rating, mit dem er im Gold Cup laufen könnte. Und nicht von den Ratings her kein Außenseiter im Gold Cup wäre oder so. Ja, Tiger Roll steht hier und so sieht das auch RaceBets 1,9:1. Also da muss man immer noch bedenken, die müssen auch erstmal heil auch über 6.000 Meter kommen. Ne? 6.000 Meter. Und wie viele Hindernisse sind es? Ich gucke gleich mal, das sieht man ja hier auch sehr schön immer. 32 Sprünge und 6.000 Meter und dann auf Platz dann eigentlich nur Geld wechseln.
Also man muss ja noch ganz kurz erklären, die Cross-Country ist ja auch nochmal wieder, also auch im Hindernissport nochmal wieder ein ganz besonderes eigenes Rennen. Nur ganz wenige Rennbahnen haben überhaupt einen Cross-Country-Kurs. Cheltenham und Punchestown kommen einem vor allem ins Gedächtnis. Es ist halt eine Bahn in der Innenbahn der normalen Hindernisrennbahn, die man hier in Cheltenham hat. Deswegen ist der Boden da auch noch wieder ein bisschen anders, meist ein bisschen weicher sogar, weil diese Drainage mehr auf die Hauptgeläufe ausgelegt ist. Und es ist eben, die Pferde springen ganz unterschiedliche Hindernisse durch, über Wälle und durch so Gräben und über große Hecken, kleine Hecken, Holzstapel sozusagen. Also es ist halt, und die Zuschauer können auch in die Mitte der Bahn laufen und sich also ganz nah an die Hindernisse dranstellen. Es ist ein rechtes Spektakel und also natürlich ein Rennen, also nicht nur heiß wegen Tiger Roll, auch weil das ganze Spektakel einfach so außergewöhnlich ist und nicht überall gezeigt werden kann. Aber dazu muss man auch sagen, einige von diesen 30 Sprüngen sehr, sehr kleine Sprünge sind. Ich glaube, wir können auch drüber springen. Aber so ungefähr, genau. Aber andere dagegen sind riesig groß. Also das verlangt von dem Pferd schon sehr viel Talent für Springen. Und genau, und die müssen eben auch über so Welle, also so richtig so auf so einen Wall rauf, also wie so ein kleiner Hügel und da dann wieder runterhüpfen. Also das erfordert auch viel Agilität. Man muss ja sagen, traditionell würde David jetzt auch sofort sagen, ist ja Ender Bolger, der Cross-Country-King, also der hat ja seine ganze Gelände, was er zu Hause hat, ist nur darauf ausgelegt, dass Pferde Cross-Country-Rennen laufen können, so ungefähr. Und der geht auch mit denen nur so durch Gräben und Hecken und überspringt rechts und links. Aber in diesem Jahr hat eben Gordon Elliott in All the Aces. Und Ender Bolger sollte sich schwer tun, dieses Jahr wieder zu gewinnen, sagen wir es mal so. Dann hatte David noch einen Wunsch für diesen zweiten Renntag am Mittwoch. Ein Rennen hast du dir noch ausgeguckt, David? Ja, gleich am Anfang, den Ballymore Novice Hurdle. Es gibt in der Woche gibt es drei große Novice Hurdles. Novice natürlich sind Pferde, die vor der Saison nicht gewonnen haben. Also er hat kein Hürdenrennen gewonnen vor letztem Sommer. Und es gibt eins über den kurzen Weg, das ist Supreme Novices am Dienstag. Dieser über die mittlere Strecke über 4200 Meter und der andere ist über den langen Weg, das kommt später noch. Und diese Ballymore Hurdle, Novice Hurdle, hat ein ganz heißer Favorit hier, Envoy Moon. Die haben lange überlegt, ob ich hier Envoy Allen. Envoy Allen, Entschuldigung. Die haben lange überlegt, ob sie im Supreme Novices laufen oder sogar im Champion Hurdle. Die laufen jetzt hier, weil es 4200 Meter ist, was die glauben für ihn günstig ist. Der ist seit ewigen Zeiten ungeschlagen. Ich glaube, die letzten sieben Rennen hat er gewonnen. Und er wird schwer zu schlagen sein. Aber es gibt zwei Söhne von dem deutschen Deckhengst Getaway in dem Rennen. Und die möchte ich auch erwähnen. The Big Getaway und The Big Breakaway. Beide in Irland trainiert und beide sehr gefährlich. Ich schließe mich an. Ja. Okay, es ist ja ganz schnell und ganz einfach. Jetzt ist das hier für die Notizzettel der Wetter mit den Startnummern ja fast ein bisschen schwierig, weil das bleibt ja nicht so, denke ich mir mal. Ja, deswegen sagt ihr doch vielleicht ganz kurz nochmal dann doch in diesem Fall die Namen, weil das steht ja alles noch gar nicht so ganz genau fest zu diesem Zeitpunkt. Envoy Allen oder Allen? In den Rennkommentaren sagen sie immer Envoy Allen. Ich weiß auch nicht warum, aber wenn man sich die Kommentare seiner Rennen anhört, ist es immer Envoy Allen. Genau. Okay. Gut, Envoy Allen. Also nochmal, also kurz, wir reden jetzt über das erste Rennen der Karte am Mittwoch. Gut. Er ist Nummer 7. Er ist zurzeit Nummer 7, aber es bleibt ja, genau. Also dann hat David noch genannt The Big Breakaway und The Big Getaway, glaube ich, ne? Ja, 21 und 22 zurzeit. Ja, im Moment, genau, ja. Ja, und der Gegner dazu ist Sporting John, der auch, glaube ich, ein bisschen Deutsch im Pedigree hat. David, wolltest du noch den Champion Bumper erwähnen oder wollen wir den... Also das letzte Rennen des Tages? Ja, Champion das war Bumper. Das, was du erwähnen wolltest, ne? Champion Bumper gewinnt immer an ihre und entweder gewinnt Mullins mit Appreciate It oder Elliot mit Queensbrook. Und der Gainer ist David Pipe. Der hat zwei Pferde im Rennen. Panic Attack war früher von Mullins trainiert, hat überlegen gewonnen beim ersten Start und dann gleich hat ein reicher Besitzer aus dem Pipe-Stall gekauft und das ist der Gainer. Aber ich glaube, Appreciate It, der kommt, vielleicht weiß es der Katrin besser, der kommt mit einer riesigen Meinung von Irland, von dem Mullins-Stall und das ist wahrscheinlich der Gainer mit dem Sohn drauf, ne, mit Patrick. Also hatten wir eigentlich gesagt, dass wir jetzt das hier kurz halten wollten, nur mal so als kleiner Reminder an dieser Stelle. Ja. Ich sage nur ein Pferd. Also ich schließe mich David voll an, muss ich sagen. Und wir haben einen unglaublich heißen Tipp Queensbrook ist ja eine Stute, einen sehr heißen Tipp für Queensbrook bekommen oder gehört, schon vor einer Woche oder vor etwas längerer Zeit. Jetzt reitet ja Jamie Cott. Damit ist ja quasi die Katze aus dem Sack. Jamie Cott ist ja so einer der ungekrönten Champions, der Amateurreiter und immer so eine Geheimwaffe auch im Bumper. Also Bumper ja Flachrennen für Hindernispferde, sprich die ganz, ganz jungen Pferde, die noch gar nicht über Hürden laufen, sondern die eben auch lernen sollen, wie man sich auf einer Rennbahn benimmt. Und gerade Hindernispferde, die eben
nicht schon Flachrennen gelaufen sind, wie bei uns eben, für die sind diese Rennen natürlich eine hervorragende Einführung. Und ich habe auch ganz, also wie gesagt, momentan die Nummer 21 Queensbrook. Wir sind jetzt beim Donnerstag. Katrin, da hast du dir drei Rennen ausgeguckt. Rennen Nummer 3 fängt an. Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir fangen mit der Ryanair Chase an. Ein etwas neueres Rennen, deswegen auch nicht streng genommen, nicht eins dieser Championship-Rennen. Im Prinzip das Rennen, das die distanzmäßig die Brücke schließt zwischen der Champion Chase und dem Gold Cup, 2 Meilen, 4 Furlongs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Rennen gestern Abend sehr, sehr, sehr lange angeguckt. Es ist auch noch ein bisschen hier die Frage, wer läuft und wer nicht läuft. Das werdet ihr auch sehen. Es sind ja noch Pferde unter Order, die mehrere Nennungen haben, nicht laufen. Wahrscheinlich wird es auf einen Zweikampf zwischen Aplus Tat und Min hinauslaufen. Oder Frodon. Wie bitte? Und ja, Frodon. Gut, und Frodon, genau. Das ist auch Jimmys Mum. ich tue mich schwer. Also ich habe so ein richtig, also ich kann nicht glauben, dass Frodon das nochmal gewinnt. Er hat es ja im letzten Jahr gewonnen. Und ich bin eigentlich der Meinung, es ist ein gutes Pferd, aber kein Dual Ryanair-Sieger. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Das war letztes Jahr natürlich eine Sternstunde hier. Dieses Jahr hat man ihn ganz gezielt auf das Rennen vorbereitet. Favorit ist, glaube ich, Aplus Tat momentan. Ja, das ist auch 3 Pferderennen für mich. Min, Aplus Tat und Frodon. Aber Frodon ist wirklich ein tolles Pferd. Und besonders bei ihm natürlich zu merken, Brani Frost reitet ihn immer und die kommt mit ihm so gut zusammen. Das ist wie Harmonie anzuschauen, wie die beiden springen. Also das ist immer ein Genuss, das Pferd zum Springen anzuschauen, und ich hoffe, dass er nach Hause kommt. Ich habe keine größere Meinung, wo ich jetzt sage, hier, den muss ich unbedingt mal nennen. Also ich könnte erneut nochmal die 12 nennen, St. Calvados, gleicher Besitzer wie Rouge Vif. Ich mag den Trainer, ich mag den Trainer wirklich sehr, sehr gerne. Ist ein kleiner Stall, der die Pferde immer hervorragend herausbringt. Aber es ist auch nicht mit viel Überzeugung, muss ich zugeben. Ich glaube auch, das ist ein 3-Pferderennen, wie David sagt. Und um mit Ruby Walsh Worten zu sprechen, und Ruby Walsh ist ja ein ausgezeichneter Tippster, Aplus Tat wird ein bisschen besser stehen können als Min, hat er gesagt. Ja. Also. Ja gut, jetzt ist der in Irland gezogen, also dann kann man den vielleicht so aussprechen. Französisch würde das natürlich ein bisschen anders heißen. Ja. Aplus Tat würde man da sagen. Ja. Aber okay, bestimmt richtig. Nein, aber der wird bestimmt irisch ausgesprochen. Also das macht er bestimmt richtig. Der steht hier 3-1 bei RaceBets und ist damit also auch der Favorit. David, Stayers Hurdle? Ja, das ist auch mein Mumm. Aber natürlich muss man jetzt erwähnen, Paisley Park, das ist der heißeste Favorit der Woche und für mich auch der Sieger in dem Paddy Power Stayers Hurdle jetzt. Das vierte Rennen, glaube ich, auf der Karte. Genau, das vierte Rennen, Stayers Hurdle, wieder in unserer Reihe der Championship-Rennen, wie wir es gerade gesagt haben. Ich bin auch, ich muss es sagen, also es hieß ja mal World Hurdle, jetzt heißt es glücklicherweise wieder Stayers Hurdle, 3 Meilen. Einfach ein Top-Class-Rennen für Staying Hurdlers. Paisley Park ist heißer Favorit, hat es letztes Jahr gewonnen. Für mich ist er unschlagbar. Er hat allerdings eine Tendenz, in seinen Rennen etwas ein bisschen faul zu laufen. Hat immer so einen toten Punkt, jetzt zeigen Sie ihn hier gerade auf dem Bildschirm, hier im Pressezimmer, hat immer so einen toten Punkt, bis er dann anpackt, aber wenn er dann anpackt, ist er meines Erachtens unschlagbar. Der Besitzer ist ja blind, das war letztes Jahr schon eine unglaubliche Story und es ist eine unglaublich auch emotional, das zu betrachten, wie er versucht, das Rennen zu verfolgen, weil er muss sich ja ganz auf sein Gehör verlassen, ist dabei immer, macht so Handzeichen in seine Hand, wenn er ganz aufgeregt wird, das ist wirklich, das sind Sternstunden, das alles so zu sehen. Und das Pferd ist top. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er geschlagen wird. Gute Zocker nennen Each Way die Nummer 10, Ronald Pump, ein Sohn von Schiaparelli, den ich auch schon ein bisschen im Auge habe, alleine deswegen. Und der hat zuletzt unter Höchstgewicht, ist er in einem Handicap hervorragend gelaufen. Ist ein Stern, also nur Each Way, aber es könnte einer sein, auch wieder in einem sehr offenen Rennen, der zu einer recht hohen Quote eventuell hier als ein bisschen Underdog Each Way Value sein könnte. No, mein Each Way Tipp in dem Rennen wäre Penhill von William Mullins, der schon Cheltenham Specialist ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Paisley Harp das Rennen verliert. Der ist so gut, er ist deutlich besser. Ja. Ja. Er ist auch, ich glaube, das beste Hurdler nach Rating überhaupt. Ne? Ja, bin ich auch. Also ich bin der Meinung, der beste Staying Hurdler, ein richtiger, so einer, der das über Jahre dominieren kann. Ich meine, Applejade ist noch unter Order. Ich weiß gar nicht, ob Applejade hier überhaupt läuft. Ich musste ja eben von den Galopps abgaloppieren sozusagen. Ich habe sie nicht gesehen bewusst. Ich glaube, sie könnte in dem Rennen laufen. Ich hoffe nicht, muss ich sagen. Es ist so eine tolle Stute. Dieses Jahr ist ja nicht viel nach Plan gelaufen, leider. Zweiter Favorit ist, glaube ich, so Summerville Boy. Aber das Rennen geht nur um Paisley Park.
Genau, das sagt auch der RaceBets Langzeitmarkt. Da steht Paisley Park mit 1,61:1. Platz ist nur Geld wechseln. Penhill habt ihr noch genannt von Willy Mullins. Ja. Der steht 13. Also das ist ja schon so ein bisschen interessanter. Und dann war da noch, Moment, Ronald Pump, ne? Genau, ja. 26:10. Das sieht ja schon ein bisschen interessanter aus, um den zu wetten. Ja gut, unsere Kurztipps, kriegen wir das noch hin, David? Also wir hatten in der, wo waren wir denn? Im dritten Rennen hatten wir angefangen. Hatten wir die 301. A plus Tat genannt, die 306 Prodan und die 308 Min, also sprich eigentlich die Favoriten. Genau. Ja. Und als Außenseiter könnte man noch momentan die 12, die 312 nennen, aber wie gesagt, gerade jetzt bei den weiteren entfernten Tagen sind ja die Nummern einfach nur Ratespiele. Ja, und in der Stayers Hurdle haben wir eigentlich nur die Nummer, im momentan ist Paisley Park die Nummer 8. Ja. Also wir sind am letzten Tag des Meetings, Gold Cup Tag, das Rennen, das auch tatsächlich den gesamten Tag extrem überstrahlt, muss man ganz wirklich sagen. Wir haben noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, insgesamt zwei weitere Gruppe 1 Rennen. Das erste Rennen des Tages ist gleich die Triumph Hurdle, dann die Albert Bartlett Hurdle und dann eben den Gold Cup. Dahinter zwischen einige unglaublich schwierig zu lesende Handicaps. Wollen wir mit dem Gold Cup anfangen oder chronologisch bei der Triumph Hurdle bleiben? Also vielleicht sollten wir doch chronologisch dabei bleiben. Dann machen wir den Gold Cup dann als großes Finale hinten dran. Ich versuche gleich nochmal den David dazu zu kriegen. Warte mal, der wird nochmal angerufen. Vielleicht kriegt das ja jetzt hin. Die Deutsche in England, Engländer in Deutschland und dann sagst du beim Brexit. Das kann ja nicht klappen. Nein, es funktioniert auch nicht. Also David nimmt da jetzt nicht an. Also wir machen weiter. Jetzt ist er dabei. Doch, jetzt ist er dabei. David, welcome. Jetzt bin ich da, plötzlich. Ich habe keine Ahnung, David, warum. England's calling. David, you're welcome. Jetzt kommt, jetzt sehe ich die Katrin auch da. Hallo Katrin. Ja, wir haben dich wieder. Also okay, dann können wir doch nochmal ganz von vorne anfangen. Also, ja, jetzt sind wir beim letzten Renntag und der wird natürlich überstrahlt vom Gold Cup. Und damit man so ein bisschen mal das Feeling dafür kriegt, habe ich mal das Rennen vom letzten Jahr ausgegraben, damit man auch mal so diesen Cheltenham Roar auch mal wirklich live hört. And they're off. Racing towards the first in the Magnus Cheltenham Gold Cup of 2019 might bite towards the inside. Aber ich glaube, von letztem Jahr siehst du auch den Sieger von diesem Jahr auch noch sehen. Du bist ja ein Optimist. Ja, also okay, dann wisst ihr auch alle Bescheid, wenn ihr euch das Rennen jetzt mal anhört, ganz genau. From Annabelle Fly, an elegant escape, and then presenting Percy as Might Bite drops away. This is the second last. Album Photo comes through to take it up. Album Photo reaches for it. He was untidy from Clander's Oboe, the Grey Bristol de May, then Native River, and Annabelle Fly approaching the last. Paul Townend on Album Photo, and he's safely over and drawing away. 4 or 5 lengths to Bristol de May, then Annabelle Fly, Native River, and Clander's Oboe. And stretching out up the hill, it's Album Photo. Annabelle Fly is staying on well, but no photo required. Album Photo wins the Magnus Cheltenham Gold Cup. Annabelle Fly closing well up the hill in second. Bristol de Mai, a big run in third, followed by Native River and Clander's Oboe. Ja, das war natürlich nur so der kleine Auszug. Katrin, siehst du das auch so? David sagt, der Sieger vom letzten Jahr ist auch der Sieger von diesem Jahr. Fangen wir doch gleich mit dem Gold Cup an. Das ist ja das Rennen der Rennen. Ne? Also ich habe das wirklich lange drüber nachgedacht und er ist ja Favorit und er ist auch eine ganze Zeit Favorit. Die gesamte Saison des Pferdes, also Album, wir reden ja von Album Photo, der Nummer 1 und er wird auch wohl die Nummer 1 im Rennen bleiben, vom Buchstaben mäßig. Das Einzige, womit ich mich schwer tue, ist die Tatsache, dass es eben doch nicht so vielen Pferden gelingt, den Titel zu verteidigen. Also und da frage ich mich tatsächlich, ob Album Photo so weit über dem Feld steht, dass er quasi was schafft, was nicht mal Couto Star im nächsten Jahr geschafft hat. Und deswegen bin ich schon auf der Suche nach Außenseitern, die eventuell ihn schlagen können. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn er natürlich Willy Mullins, Willy Mullins und gezielte Vorbereitung, sehr, sehr gute Form, schon ein logischer Favorit ist. Aber ich gucke woanders hin. Also für mich ist der Gegner Delta Work. Was meint Katrin dazu? Ja, genau. Also Delta Work muss man tatsächlich als Favoriten, also als Mitfavoriten oder als Gegner sehen, vor allem nach den letzten beiden Formen, die ja wieder viel besser sind. Ja. Und vielleicht kommt die Gefahr tatsächlich aus dem eigenen Stall, auch wenn
die letzten Form ja nicht so berauschend waren, aber er ja im letzten Jahr so unglaublich beeindruckend war, nämlich Camboy. Aber er war nur einmal sehr überragend. Ja, das stimmt. Das war noch Aintree, meinst du, ne? Ja. Ja, also das stimmt schon. Also das muss man auf jeden Fall sagen, aber Aintree, da habe ich gedacht, da haben wir alle gedacht, wir haben den Gold Cup-Sieger des nächsten Jahres gesehen. Und was ist mit dem Engländer, Santini oder Lost in Translation? Ja, mein Guess ist so gut wie dein Guess. Ne? Ich bin kein Santini-Fan, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wer ja tatsächlich immer so unglaublich positiv über sein Pferd spricht und auch ein paar englische Tipps da, die schon immer sehr gut das Ohr an der Szene haben, sage ich jetzt mal. Die sagen da sagen einige Klante so. Oboe, oder Clan de Oboe von Paul Nichols, der ja relativ kurz steht, und Nichols hat ja wirklich jedem, der es hören wollte und auch denen, die es nicht hören wollten, erzählt, dass er dieses Jahr den Gold Cup gewinnt. Und Lost in Translation ist tatsächlich ja auch, das Einzige ist diese letzte Form in einem Rennen, wo man eigentlich von vornherein geahnt hat, dass ihm das nicht passen wird im King George. Die Form davor ist toll, es ist auch letztes Jahr in Aintree optisch ein ganz tolles Pferd. Ja. Der ist eigentlich auch so ein bisschen auch ein Pferd, das für mich da ganz, ganz, ganz weit nach vorne laufen muss, eigentlich. Ja. Aber wir wissen, King George, die Kempton-Form ist meistens für Cheltenham ziemlich irrelevant, ne? Weil die Bahnen total anders sind. Ja, deshalb ganz genau. Calandes Oboe hat sehr leicht gewonnen dort in King George, aber ich glaube nicht dran. Also ich glaube eher, die Bahnform von auch Boom Photo von letztem Jahr müsste für mich reichen. Und wenn der Gainer ein Gegner da ist, dann ist es Delta Work. Ne? Den mag ich sowieso gern, das Pferd. Er ist ein richtig echter Kämpfer, hat auch Speed am Schluss, das ist sehr wichtig in diesem Rennen. Und er kann stehen, also für mich hat er alles. Das ist ein Sohn von Network, sowieso ein Deckhengst, den ich mag. Ne? Typischer Sohn von Network auch, muss man sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen meine einzige, auch bei ihm so ein bisschen meine. Also ich will jetzt gar nicht, ich muss auch sagen, ich liebe das Pferd, also wirklich, wirklich, das ist einer unserer absoluten Lieblinge. Ich war Anfang des Jahres ein bisschen enttäuscht, die letzten beiden Formen waren besser, letztes Jahr in der RSA war er vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Die Form ist ja inzwischen gar nicht mehr, sieht ja wieder gut aus, sie sah ja zwischenzeitlich mal gar nicht so gut aus. Ja. Das sind die gemeinten Pferde. Ich muss erneut nochmal Henry de Bromhead ins Spiel bringen. Er hat ja riesig Mumm auf seinen Mona Lee, auch wenn es mir... Also ich persönlich befürchte auch, dass ihm der Weg ein Ticken zu weit wird, Mona Lee. Aber Henry de Bromhead ist, und das sagt er schon lange, dass er sehr, sehr viel Mumm auf das Pferd hat und dass er glaubt, das Pferd ist ein Steher, auch wenn das Pferd noch nicht über die Distanz und auch nicht auf der Bahn je gewonnen hat. Ne? Ja, aber das ist auch ein ganz old-fashioned, großer, kräftiger, toller Kerl, super Chaser erstmal vom Typ her. Ja, bei Mona Lee stört mich ein bisschen, dass er immer vorne geht und ich glaube nicht, dass er nach Hause kommen kann. Ich glaube, er kommt zum letzten Sprung, vielleicht ist er noch vorne, aber ich glaube, diese Speedpferde wie Delta Work oder Album Photo, die sitzen nur eine Länge dahinter und die werden ihn natürlich mit Speed überfallen. Steht zu befürchten, vor allem, weil wir ja, wie gesagt, jetzt also der Regen, von dem wir alle reden, noch ist er nicht da, muss ich jetzt mal sagen. Ah. Aber die Bahn wird danach ja dann wieder weiterhin austrocknen und dann ist es eben, es ist nicht so ein offener Gold Cup, wie jetzt 7-2 bei Album Foto meiner Meinung nach sagt. Aber wahrscheinlich sind die gemeinten Pferde nachher vorne und ich kann mir keine so richtig riesige Überraschung vorstellen, muss ich zugeben. Ne, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube auch nicht an Santini wie du. Nee. Und Camboy sicherlich, wenn er diese eine Form wiederholen kann, das sah sehr gut aus. Aber das war doch in Punchestown, glaube ich. Ne? Naja, und natürlich Aintree, du hast schon recht. Ne? Ja. Und gut, letztes Jahr in Cheltenham hatte er natürlich einfach Pech. Ne? Ich meine, hat er in Cheltenham... Warte mal, genau. Er hat in Cheltenham ja gewonnen, dann war Aintree so. Er ist in Cheltenham unseedet gleich am ersten Hindernis. Dann hat er in Aintree gewonnen und hat in Punchestown den Gold Cup-Sieger geschlagen. Ne? Also, ich meine, wenn er das einstellt, aber dieses Jahr hat er das bisher noch nicht so richtig zeigen können. Auf der anderen Seite gab es da ja auch diese Unregelmäßigkeiten mit dem Besitzer, dass man gar nicht so genau weiß, wie er zu Anfang des Jahres überhaupt trainiert werden konnte, weil die ja irgendwie ewig ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Ich weiß, aber das lassen wir vorläufig weg. Wir müssen annehmen, dass inzwischen die Rechnung bezahlt ist. Inzwischen ja. Butter kriegt, aber vielleicht hat er ja ein paar Tage im Stall gestanden. Kann man ja nicht wissen. Ne? Ohne zu fressen, ja. Ja, genau. vor allem, ich meine, wäre ja schön, wenn er dann doch gewinnt. Dann ist er bei dem Preisgeld zumindest ja so ein bisschen... Der Hafer wieder da, genau. Also bei Racebits beim Langzeitmarkt, da ist natürlich dieser Santini mit 4,5, genauso wie Album Photo, auch 4,5, wenn beide Positionen 1 gerankt, ne? Ja.
Santini ist eben, wir sind ja wieder, also es haben sich doch einige Trainer herauskristallisiert, auf die sich gerade solche Festivals immer stark fokussieren. Trainer, die über Jahre und erfahrungsgemäß hervorragend vorbereitet kommen, einen unglaublich großen Stall hinter sich haben. Und dazu gehört natürlich Nicky Henderson. Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er neben Willy Mullins der erfolgreichste oder selber der erfolgreichste Trainer in der Geschichte Cheltenhams. Ja, der ist der erfolgreichste. Ne? Genau. Ja. Und von daher ist natürlich sein Kandidat, von dem er immer wieder... Ich meine, Henderson ist jemand, der viel redet, aber sehr vorsichtig ist, was er wirklich sagt. So formuliere ich das mal. Ja. Jimmy hat Mumm auf Santini. Ich persönlich kann mit dem Pferd ganz wenig anfangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Form von ihm ist natürlich gut genug. Er ist ein Steher. Er war letztes Jahr ist er riesig gelaufen in der RSA. Ist operiert worden am Gaumensegel. Das ist der zweite Start danach. Das ist ja eigentlich auch immer ein positives, weil die Pferde dann vielleicht gelernt haben, dass sie besser atmen können. Aber ich allein, ich bin auch nicht so ein Fan, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er Speed hat. Und ja. Man braucht am Ende dieses Rennens wird man schon ein bisschen Speed brauchen. Ja, 5300 Meter, gut. Und dann sind die Pferde schon etwas müde am Schluss. Aber der Delta Work hat es letzte Mal gezeigt und sie sehr überzeugend für mich. Ja. Ne? Ja. Also ich finde es auch. Und vor allem, er geht einfach in die richtige Richtung, kommt jetzt mit einer schönen Pause, hat gezeigt, dass er auf der Bahn auch gut zurechtkommt. Also ich bin da auch hoffnungsvoll, das muss ich schon sagen. Ja, sind wir uns ja mal einig, Mensch. Ihr seid euch ziemlich oft einig, finde ich. 6-1 steht Delta Work, also der dritte Favorit hier in diesem Rennen bei RaceBets. Ja, Lost in Translation, wieder dieser schöne Name, da würde ich ja wieder allein nur nach dem Namen tippen. Schöner Film. Trotzdem, jetzt habt ihr so viel geredet, also legt ihr euch da jetzt fest auf Delta Work oder wie? Ich bin damit zufrieden, ja. Wenn ich jetzt eine richtige Wette, wäre meine Wette Each Way Mona Lee. Aber eben nicht Sieg, sondern auf jeden Fall mehr Platz, ne? Also Siegplatz 20-1 ist natürlich ein schöner Kurs, ne? Ja, das stimmt. Delta Work dann bei 60 ist auch Oder wir spielen einfach mal einen Einlauf. So, ist ja noch schwieriger. Ja. Also für mich gibt es einen irischen Sieger. Das wird entweder Mullins sein, Albumfoto oder Elliott. Ja, das glaube ich. Also darauf kann man sich, glaube ich, wirklich festlegen. Also ich glaube auch, der Sieger ist irisch. Das muss ich auch sagen. Ja. Also, gut. Ja, jetzt haben wir haben ja schon gesagt, es gibt ja von At The Races diesen Podcast The Final Furlong und dann haben die alleine, das hatten wir ja schon am Freitag, Katrin, dass die alleine über dieses Rennen hier fast 3 Stunden geredet haben. Ja, klar. Wir könnten jetzt natürlich noch, wie kann man so ein Bristol de May eigentlich auslassen? Henry de Bromhead würde uns sicherlich auch erzählen, dass Chris's Dream vernünftig, also natürlich, es ist ja auch nicht nur die Form, in der das Pferd kommt und die Form, die der Trainer hat. Natürlich muss man auch Glück haben im Rennen, das gehört ja auch immer noch dazu. Wir können ja hier reden, solange wir wollen. Wenn uns vor unserem Pferd einer auf die Nase fällt und unser stolpert darüber und verliert seinen Jockey, dann stehen wir alle ganz mit großen Augen da. Es ist ja eben auch einfach Luck and Running und dass alles passt und da keine unvorhergesehenen Sachen passieren. Das ist, und da hat es ja im Gold Cup auch schon alles gegeben. Ne? Pferde, die rausgelaufen sind, einen anderen mit rausgenommen haben, was weiß ich nicht. Das kommt ja auch noch hinzu, ne? Also okay, dann weil wir doch angesichts der fortgeschrittenen Zeit ein bisschen zum Ende kommen müssen, sagt ihr bitte jetzt nochmal so auch in der Reihenfolge, so jeder, wir bleiben jetzt nur beim letzten Renntag, nur beim Gold Cup, weil das ist ja auch noch so weit weg, wen ihr jetzt wetten würdet, jeder darf jetzt 3 nennen und dann bitte in der Reihenfolge. David, fang an. Delta Work als erste, Albumfoto als zweite, Lost in Translation als dritte. Okay, und ich würde wetten, also die, also Delta Work, also das ist, welches Rennen sind wir denn? 4. oder 5? Also die Nummer 5, dann Lost in Translation oder Mona Lee, momentan die 8 und die 9. Okay, ja, Mona Lee ist natürlich wirklich alleine vom Kurs interessant, denn bei den anderen gibt es ja nicht so viel zu gewinnen. Und wie du schon gesagt hast, bei RaceBets steht der nun 21-1. Also das ist interessant und selbst beim Platz noch 5-1. Also da können wir mal gucken. Ja, Katrin, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall da 4 nicht allzu verregnete Tage. Ja, ich werde noch mal berichten. Ja, und vor allem wasch dir die Hände immer. Ne? Ja. 20 Sekunden lang. Du musst ein Lied dabei singen. Ne? Ja, genau. Da war ein Leserbrief gestern in der Racing Post, dass man irgendwie die Hymne von, die erste Strophe von der und der Hymne singen soll. Abide with me. Abide with me muss man singen. Wie ist das da?
Happy Birthday ist auch gut. Okay, so, aber Happy Birthday zweimal, ne? Und du hast ja schon gesagt, man kommt sich ja ein bisschen näher und wenn die sich dann freuen, wenn ihre Tipps dann auch gewinnen, ich glaube, dann kann man dem natürlich auch gar nicht so ganz entfliehen. Aber wir sind jetzt mal so ganz optimistisch. Und wie gesagt, wie ist das? Also England ist eine Insel und Cheltenham die Insel auf der Insel. Genau. Mittelpunkt der Insel nächste Woche oder diese Woche, meine ich. Und ja. Noch einen Mumm habe ich, wenn wir Zeit haben für Triumph Hurdle. Das ist All Mankind, der Sohn von See the Moon. Wo sind wir jetzt? Bei welchem Rennen? Noch das mal wäre ganz, das erste Rennen, genau. Das erste Rennen an diesem Tag, auch ein Grade One Rennen. Der Sohn von See the Moon, sag nochmal, welcher Name? All Mankind. Er ist einer der Favoriten, ich sehe halt. Die Nummer eins, All Mankind. Ja. Okay. Ja, sollte man sich auch merken, also. Im ersten Rennen am letzten Tag die Nummer 1, das ist ja relativ einfach, also auch noch wer da mittippen möchte. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und wünsche euch viele gute Wetten. Katrin, wir sprechen uns auf jeden Fall am Freitag nochmal wieder, wenn du so mit richtig frischen Schelten nochmal eindrückst und hoffentlich auch noch ein paar Stimmen dann dich bei uns meldest. Und Taschen voll Geld. Und die Taschen voll Geld, ja natürlich. Ja. So machen wir das. Das ist jetzt gut. Okay, also vielen Dank. Ja, ich sage auch vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch, also Hals und Bein, dass alle möglichst heil ankommen. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, ganz genau. Genau. Ja. Okay. Bye-bye. Tschüss. Danke, bye-bye. Ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.